Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online entspannt. Ja, mit dabei ist auch wieder unser lieber Asander. Viel Spaß. Also wir müssen noch für die Kluftkabale mit Schlachtenburg Tanaline sprechen. Und hier steht sie auch. Ihr seid zurück. Kaina kam wieder und meinte, ihr hättet euch auf die Suche nach Miria und den Seesoldaten gemacht. Sagt mir, ist die Bedrohung durch die Seekrecken so finster, wie die Katze der Königin es andeutete? Die Seekreckenbedrohung ist echt. Die Seesoldaten haben es nicht geschafft, aber hier ist ihr Bericht. Mögen die Acht uns behüten. Eine Kabale der Seekrecken. Hochelfische Verräter. Magische Geysire, die die Insel versenken können. Ich schicke euch los, um einer einzigen Bedrohung nachzugehen, und ihr kehrt gleich mit einer Vielzahl von ihnen wieder. Doch das bestätigt die Gerüchte, und wir können entsprechend planen. Wie werdet ihr auf die Seekrankenbedrohung reagieren? Unter gewöhnlichen Umständen würde ich jeden Soldaten unter meinem Kommando losschicken, um diese Geysire zu beseitigen. Doch der andauernde Krieg zehrt an unseren Kräften. Es ist wohl an der Zeit, mehr Leute wie euch und Kainas Abenteurer zu rekrutieren. Nehmt fürs Erste dies und meinen Dank. Ja, ein paar schwere Hänsen brauche ich zwar nicht. Die Arbeit, die ihr verrichtet habt, um uns über die Seekrecken in Kenntnis zu setzen. Brillant! Doch das ist nur der Anfang. Jetzt müssen wir auf Grundlage dieses Wissens handeln, bevor die Kluftkabale zu viel Schaden auf der Insel anrichtet. Wie sollen wir auf das reagieren, was Kaina und Miri entdeckt haben? Die Seekrecken haben Kluftgeysire entfesselt, die die ganze Insel versenken könnten. Sie sind davon ausgegangen, dass uns die daraus hervorströmenden Kreaturen derart ablenken würden, dass wir die wahre Gefahr erst erkennen, wenn es zu spät ist. Dann wollen wir sie mal enttäuschen. Was schwebt euch vor? Zerstört die Geysire. Findet und vernichtet sie, so schnell ihr nur könnt. Ihr müsst euch durch die Monstren kämpfen, die aus den Geysiren hervorkommen. Also nehmt lieber Verbündete mit und vernichtet unbedingt die Perlen. Sie sind die Quelle dieser Magie. Ich werde die Kluftgeysire vernichten. Wir dürfen keinen einzigen Kluftgeysir übrig lassen. Das würde das Ende für Sommers End bedeuten. Sucht Verbündete unter den Neuankömmlingen und kümmert euch um diese Bedrohung. Ich verspreche euch eine Belohnung, falls ihr erfolgreich seid. Ja, okay. Hier. Kluftgeysir. Hier ist auch einer gleich vor der Stadt, aber der ist nicht aktiv. Nun ja. Hoppala. Ah! Wir können uns ja mal die anderen anschauen. Hier oben. Im Norden gleich. Gut, dass wir so schnell reiten können. Ah, hier ist auch ein Gewölbe. Ich liebe Gewölbe. Ah, so reiten wir ein bisschen durch die Landschaft dahin. Das ist nicht schön. Ah, da ist sogar ein Schrein. Ein Wegschrein. Schön. Den holen wir uns ja gleich mal. Der Wegschrein des Königs Hafenpasses. Oh. Ja. Ach, da oben wäre ein Aussichtspunkt gewesen. Naja. Okay, dieser Geist hier ist auch nicht aktiv. Aber wir müssen trotzdem mal hin. Ist der da unten? Okay. Sehe ich ihn auf der Karte? Und wenn er aktiv ist... Dann blinkt er mit zwei gekreuzten Schwertern, denke ich mal, dass es so ist. Er blinkt auf jeden Fall.
Ja, wir müssen sowieso wieder her. Von daher schauen wir uns den anderen an. Und je nachdem, welcher aktiv ist, den machen wir dann einfach. Es wird doch kein Problem sein. Ich habe einen Verbündeten, Asanda, bei mir. Mit ihm werde ich das schon schaffen. Oder Isobel geht auch, ja. Heil euch! Heile, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Auf jeden Fall den Weg nach unten gehen. So eine schöne Aussicht. Ich liebe Summer's End. Es erinnert mich auch ein bisschen an Hochinsel. In diesem kristallklaren Wasser. Diesmal reiten wir aber nach rechts. Einzige, die hier rumreitet. Oder auch nicht. Ah, der ist aktiv. Schnell. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Oh, wow. Kommen sie alle herbeigeeilt. Nice! Eine einzige Schlacht ist noch kein Krieg, Sterbliche. Ich mag euren unermüdlichen Eifer. Muschelfund? Okay. Gibt es da keinen Wegschreien? Sehe ich das richtig? Ja, gut, dass wir dann den Geysir gemacht haben. Die sind aber auch nicht aktiv. Also normalerweise leuchten die so. Das sind ja so wie die Anker, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ah, da unten. Ja, okay. Beamen wir uns runter. Der untere ist jetzt aktiv, also schnell. Ich muss aus der Stadt hinaus. Nein, nicht. Ja, sehr gut. Danke, liebe Straßenlaterne, dass du meinen Sturz aufgefangen hast. Mal in diese Richtung. Ah, die tragen da gerade. Okay. Sollten wir ein bisschen
was zu trinken zu mir nehmen? Oh, warum leckt es hier? Mal. Mehr, mehr! Töte diese widerlichen Dinger! Dauer. Ich fühle eine gewisse Feindseligkeit. Ja, hackt ihnen die Scheren ab. Aus den Tiefen der Dunkelheit tritt Shurok empor. Und jetzt Gewalt! Meine süße kleine Sterbliche. Okay. Dann nach oben, denke ich mal. Mach mal die Truhe noch. Was Schönes. Ja, läuft die ja, würde ich sagen. Was ist jetzt, wenn ich noch einen, den anderen Geist hier nochmal quasi ausmerz? Ach, das ist ein Portal. Das ist zunächst ein Psychic-Portal. Ja. Welcher ist er jetzt aktiv? Wissen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das hier läuft. Der Greifenhorst. Der ist ja noch höher. Ich reite jetzt mal zu dem nochmal. Und schau nach, wie es da vonstatten geht, ja. Ist der andere aktiv? Nö.
Ah, da ist doch einer. Oh no. Oh no, ach, hier ist noch einer. Ach, der da unten wird gerade bekämpft. Schauen wir mal zu dem. Ach, das sind noch viel mehrere, okay. Das sind nur drei. Nun gut. Hey, ich bin da. Ja, Metzeln. Ich hab keine Ausdauer, ey. Ungezieferverteidigung. Diravel, erhebt euch aus meinem Schatten. Nein, nicht aus meiner Standarte raus. Nicht wirklich bezwingen könnt, oder? Natürlich wissen wir das. Okay. Hui. Das war ja was. Fast wäre ich gestorben. Danke, Spieler, fürs Heilen. Ach, hier wäre das zweite Verlies offene. Ah, geben wir mal die Quest ab. Die sind Alinor. Schauen, was wir dafür bekommen. Sie will uns ja entlohnen. Heute jagt eine Katastrophe die andere. Was sagt ihr, Neuankömmling? Wurde die Bedrohung durch die Kluftgeysire abgewendet? Ich habe mindestens drei Kluftgeysire zerstört. Warte mal. Ja. Na gut. Wiederholbar, okay. Ich habe noch nichts von... Das sind hervorragende Neuigkeiten. Trotz meiner Zweifel scheint sich der Erlass der Königin doch als Segen und nicht als Fluch zu entpuppen. Ich weiß nicht, was wir ohne die Hilfe von Neuankömmlingen wie euch getan hätten. Ihr habt meinen Dank. Und die Dankbarkeit von ganz Sommersend. Ja, sehr gerne, aber auch, ja. Luft. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Eine neue Welle von Kluftgeysiren hat sich gerade auf der Insel gebildet. Wir müssen schnell auf die Informationen reagieren, die Kainar und Miria gesammelt haben.
Schau mal rein. In der Robe. Oh nein. Ah. Was haben wir sonst Schönes? Nix. Nix. Naja. Helm des Reich des Vergessens. Alles schlechter. Alles schlechter als meins. Naja. Die Luftgeysire, ja? Jetzt ist dieser gerade aktiv. Okay. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen mehr aufgeklärt, wie Summer's End denn funktioniert. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr darüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.